Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich sehe hier gerade gar nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, drücke, um den Questlog zu öffnen, eine Quest nachzuverfolgen. Wir haben die ja jetzt beendet, aber normalerweise müsste er automatisch auf die nächste umgeschaltet haben, oder? Nicht mehr verfolgen. Okay, er hatte sie wohl vorher nicht drin. Gut, der Clan freut sich, Ivor wiederzusehen. Ja, die waren aber jetzt was weiter weg, ne? 500 Meter. Da ist jetzt die große Frage. Ups, die große Frage, ob wir da so eigentlich so gut hinkommen. Na, Pferdchen? Höre ich es jetzt gerade? Ich glaube, ich höre es nicht, oder? Ah, da bist du, Schätzelein. Okay, also wenn wir gedrückt halten, dann... Oh, aber das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee, die ich jetzt hier gerade vorhatte. Wenn wir gedrückt halten, dann können wir lauter pfeifen. Das ist mir gerade aufgefallen. Okay, ich glaube, wir müssen hier echt mal... ohne Pferd runter. Es tut mir leid. So. Weil hier oben sieht es dann doch nicht ganz so nett aus für Pferde. Ich glaube, da stürzen wir dann eher ab. Hui! Komm, rutsch ein bisschen länger. Ja, fast. Das sein habe ich im Übrigen wieder an Red Dead Redemption 2. Da bin ich auch regelmäßig so wieder komplett von ganz oben vom Baum runtergerutscht. Was natürlich keine Absicht war. So. Mal schauen. Können wir? Nein, wir können immer noch nicht, weil wir noch nicht ganz unten sind. Ach. Was ja irgendwie schon geil ist, aber irgendwie auch ein bisschen seltsam, dass sie sich wie eine Assassine bewegt, aber gleichzeitig... Oh, du bist aber schnell da. Komm her, Schätzelein. So, aber gleichzeitig diese extrem dicke Kriegsrüstung anhat. Ja, was heißt extrem dick? Aber mit Schild rumläuft und alles. Das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus, finde ich. Also die Kombination davon meine ich. So, nachdem wir jetzt, Achtung, aus dem Weg. Nachdem wir jetzt unnötigerweise... Oh, Pferd kann nicht gerade auslaufen. Wo muss ich denn hin? Das ist direkt hier, okay. Unnötigerweise so einen langen Abstieg gemacht haben, das wollte ich eigentlich sagen. Da sind aber noch mehr Sachen, meine ich, die man hier... Können wir mit denen reden? Sind das andere Quests? Kein, der es mit mir aufnehmen will? Na gut, Tekla. Ich trinke dich unter den Tisch. Machen wir Hallo, das? Hallo, Tekla. Was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Ja. Ups, das war's. Auch wie viel noch? Was? Mit L die Balance halten? Ich habe zu viel getrunken. Ich konnte nicht mehr lesen, was da stand. Ja, ich weiß, das war zu früh.
Ach, ich soll nach rechts drücken, oder wie? Hä? Du bist also da? Ich kann mehr trinken als jeder einzelne von euch. Stimmt doch gar nicht. Ich hab doch viel mehr getrunken als sie. Die meisten dieser Arschlinge hätten mich eingepisst oder wären umgefallen. Was soll denn der Quatsch? Lasst uns die Götter unterhalten. Na gut, Tekla. Ich trink dich unter den Tisch. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Okay, aber der Effekt danach ist ja jetzt doch schon ziemlich lustig. Kommt und trinkt. Lasst uns die Götter wir gehen mal. Oh, wir gehen nicht dahin. Ich kann schon gar nicht mehr sehen, dass hier gar kein Weg war. Mit dir soll ich sprechen, oder? Erstmal? Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Okay. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Genau, wie kann man besser sowas entgegnen? Außer besoffen. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Eva, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken. Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Rohling, kann man nicht verhandeln? Deine Verhandlungen verschleiern und deine Feigheit. Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eivor. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einer Tochter Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann... Sigurd ist zurück. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Bruder! An Ausrüstung höherer Qualität können Runen angebracht werden. Okay, die Rückkehr des Prinzen. Ja, sehr schön. Kann man hier drin noch irgendwas machen? Nee, ne? Oder? Ich guck nochmal schnell, so die Runde. Kann hier nichts einsammeln, mitnehmen oder wie auch immer. Nee. Im Moment läuft es übrigens sehr flüssig. Also die letzten Einstellungen, die ich gemacht habe, scheinen doch gut gewesen zu sein. Hi. Wo muss ich denn hin?
wahrscheinlich hinten zum... Ich dachte eigentlich, der Typ wollte mit mir sprechen. Berserker Segel, Berserker Rumpf, was? Berserker Heck, Berserker Stevenkopf. Rune des Schattens, Rüstungsrune. Ah, wo kommt das jetzt alles her? Linker Arm. Ach, das sind, glaube ich, die Tattoos. Berserkerhelm. Das hat damit zu tun, dass ich... Oh, was kommt denn hier alles rein? Das hat damit zu tun, dass ich die Collector's Edition, war es, glaube ich, gekauft hatte. Puh, da muss ich mal eben kurz schauen. Inventar. Die Sachen kann ich jetzt anlegen, ne? Berserker Kapuze. Leichter Widerstand. Gewicht ein bisschen mehr. Rüstung auf jeden Fall mehr. Starker Widerstand ist ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was... Ausweichen wahrscheinlich. Kann man etwas weniger bei Ausweichen? Sieht aber nicht schlecht aus, ne? Das davor hat natürlich, je geringer deine Gesundheit, desto mehr erhöht sich der Wert für die Rüstung. Und hier, wenn du Schaden nimmst, wird Tempo vorübergehend erhöht. Bis du dich heilst. Okay. Hm. Ehrlich gesagt, da finde ich den Raben-Clan-Mantel jetzt aktuell allerdings besser. Jetzt schauen wir mal eben bei der Kopfbedeckung. Die haben wir natürlich vorher noch gar nicht gehabt. Das sieht jetzt ein bisschen beschissen aus, aber... ach so, die kann man nicht sehen. Das ist natürlich gut, das ist super. Bogen ist nichts Neues, ne? Okay. Die Axt, da dürfte dann auch was Neues sein. So, 46, 48. Die ist aber wesentlich schlechter, genau. Wesentlich schlechter als die andere. Okay. Und das Bärenschild, 55, 43. Das ist auf jeden Fall besser. Tempo. Ja gut, vom Tempo her ist es nicht ganz so gut. Aber die anderen Werte sind auf jeden Fall besser. Jetzt weiß ich nicht, habe ich hier... Doch, ich habe hier eine Rune drin. Ups, jetzt habe ich es schon wieder getan. Moment. Ich mache das immer mit der Haupthand, dass ich dann gucke. Ich weiß nicht, warum. So, die Rune kann man jetzt nicht mehr abmachen. Ist das richtig? Ablegen mit A. Hm. Gibt es hier dann Runen? Rune des Zorns, Angriff. Kleine Rune des Zorns. Die habe ich an der Axt angebracht. Ja. Keine Ahnung. Ich würde sagen, dass wir das jetzt mal so machen. Die Rüstung ist besser, aber der Satz ist natürlich blöd. Zusätzliche Verbesserungen für Angriff und Rüstung. Würde ich wahrscheinlich kriegen. Ach so, würde ich wahrscheinlich kriegen, wenn ich alle trage. Moment, dann machen wir das doch mal. Dass wir die Berserker-Sachen anziehen. Und die Schuhe. So, zusätzliche Verbesserungen für Angriff und Rüstung. Ja, sehe ich aber, glaube ich, nichts von. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Okay, wir lassen es aber trotzdem mal so und schauen uns das mal an. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Allerdings auch nicht sehr weiblich. Sie hat irgendwie fast gar keine Brust, ne? Fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Okay, ach so, wir sind da hinten. Wir sind auf dem falschen Steg. Seid vorsichtig damit! Elva! Sigurd! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Tränger. Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du, salzgegerbter Wikinger! Ha! Ich rieche den Gestank von Dutzend Königreichen in deinem Bart. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes Weib, dein Gatte ist zurück.
Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Basim und Haitham. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Eivor, spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meine Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kjötvi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß, ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kjötvis des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein. Was ich nebenbei bemerkt auch sehr klasse finde, sind die ganzen mein bekannten Sohn. Synchronstimmen. Willkommen zu Hause. Ach, Vater. Und die Linke sieht so heute Abend extrem feiern aus wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Met. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach zwei Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohlan, wohlan. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kjötvi und seinen Clan. Und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchtend wie Bifröst selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängir zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Rabenclan von vorn. Skål, Sigurd! Skål! Und du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Aber ich glaube, mit dem Typen sollte ich nicht sprechen, der sich gerade hingesetzt hat. So. Randvi! Eivor, hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Boah. Ah, hätten nur alle so viel Glück. Okay, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Nein, nein, nein. Mit wem von euch? Ach so, mit euch soll ich gar nicht reden. Hier oben. Haitham, richtig? Ja, und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Basim. Dein Lehrmeister?
Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Teglas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Hi. Du bist Basim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du keinen Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm, eine gefeierte Kriegerin. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Basim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Hagia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen, doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Basim. So, da war noch was da. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist es? Noch nicht. Erst trinken. Auf meine erste Nacht in Thornberg nach über 2 Wintern möge ich am Ende Met trunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du wirst mich nicht los. Und jetzt trink! Du würdest selbst Thor beschämen. Vergib mir, am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt. Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für die beste Kriegerin, die ich kenne. Das ist die Assassinenklinge? Beste Handwerkskunst. Welcher Schmied kann eine solche Waffe anfertigen? Weniger eine Waffe, denn ein Werkzeug. Eines, das wir seit Jahrhunderten gegen das Unrecht einsetzen. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Oh.
jetzt kommt mal ein bisschen Schwung in das Ganze. Haben wir nicht eigentlich noch jemanden gehabt, mit dem wir reden müssen? Na, egal, wir gehen mal eben hinterher. Euer Clan, hat er einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehende nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben können. Ich freue mich drauf. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Schön gemacht. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Okay, warum ist der jetzt schwieriger? Ist es nur eine Puppe? Ein guter Versuch. Okay, Moment, Moment. Was stand da jetzt gerade? Manche Ziele sind sehr... Greif dieses von der Kante aus an. Welches? Ist doch jetzt egal, oder? Soll ich jetzt das hier nehmen? Wieso von der Kante aus? Was für eine Kante aus? Ach so, wenn du an einer Kante hängst, kannst du versuchen, ein Attentat... Ach so. Über den Gegner quasi. Oh, das hätte der mir jetzt aber auch vorher schreiben können. Moment. Das kann ich auch nochmal von der Kante machen, oder? Springen wir da hoch? Nein? Du sollst dich daran festhängen? Oder muss ich da stehen? Das kann natürlich auch sein. Naja. Wie soll ich denn von der Kante aus angreifen? Ach so, ich kann den gar nicht mehr angreifen. Okay. Ah, okay. Warum schleicht die jetzt? Hallo? Hä? Ist noch nicht wieder da. Na toll. Ich dachte, die stellt sich jetzt automatisch wieder auf. Sauerei. Ja, ich kann aber nicht an der Kante hängen, weil hier keine wirkliche Kante ist, von der man aus angreifen kann. Okay, das funktioniert auch nicht. Hier irgendwie? Er ist doch nicht normal. Oder meine ich von da oben? Nee, da kann ich anscheinend nicht hoch. Doch, da kann ich doch hoch. Ach, die... Nein, es ist nicht euer Ernst. Oh. Echt jetzt? Von der unteren. Irgendwann kriege ich das auch noch mal hin. So. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt habe ich zumindest verstanden, wo ich hin muss und was ich machen muss. Herausforderung. Spring von oben auf das Ziel. Auf welches? Das da hinten. Okay. Ja, dann muss ich ja wieder zurück. Och, Leute. So, wie springe ich da jetzt genau hin? Nein! Macht sie denn? Oder soll ich von ganz... Ah, ich soll von ganz oben. Okay. Ah, ganz genau so. Ah. Das macht richtig Spaß. Greift zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Wie soll ich denn da reingehen? Ach so, okay. Perfekt getroffen. Ich habe gar nichts gesehen.
Lass dir Zeit mit der Klinge. Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält sie dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Item. Schreck. Ja, ganz genau so. Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit ihrem Geschenk allein. Komm. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Okay. Lass dir Zeit mit der Klinge, kehre zu Sigurd zurück. Achso, da steht er ja. Ja, wenn man einmal weiß, was man machen muss, ist es ganz einfach. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Dreh dich doch mal um. Edel. Jetzt kann ich ihn nicht ansprechen. Oder jetzt. Ah, Mann. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst. Bleibst du jetzt hier? Oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, dein Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück.